So, ein wunderschönes Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Ich hoffe, ich finde das Ding jetzt auch. Ja, sieht gut aus. So. Bin mal gespannt, wo wir waren. Die letzte Aufnahme ist ja schon ein bisschen her. Echt? Schon so lange? Okay. Letzte Folge haben wir also noch mit 1,46 gespielt. Lang ist her, scheinbar. Das heißt, wir haben jetzt sowieso keinen Auftrag mehr, weil der würde dann jetzt ja entfernt. Und gucken wir mal, wie so aktuell unsere Stats sind. Wir haben ja, glaube ich, schon eine zweite Garage. Aber viel mehr weiß ich halt auch nicht. Müssen wir mal schauen. Ja. So, genau, das ist jetzt auch neu. Man kann nämlich jetzt, wenn eine neue Version raus ist, wird man nicht mehr zu seiner Heimatgarage transportiert, sondern zu einem frei wählbaren Ort. Mit dem kleinen Nachteil, dass da, wo man sich quasi hin teleportieren lässt, man aber immer bei der Werkstatt landet. Und nicht bei seiner Garage. Was zum einen, wenn man seinen Auflieger wieder anhängen möchte, man dann doch erstmal wieder zur Garage fahren muss. Vor allen Dingen sieht man bei dieser Map auch immer gar nicht, wo die Heimatgarage eigentlich ist, wenn man doch zu seiner Heimatgarage möchte. Ich meine, in meinem Fall weiß ich das tatsächlich, wir sind ja hier. Aber wäre schön, wenn die Heimatgarage trotzdem irgendwie separat markiert wäre oder so. Naja. Aber wir können mal gucken, ob wir uns noch nicht tatsächlich woanders hin teleportieren lassen und dann mal mit fremden Aufliegern rumfahren. Warum sind wir hier hin? Ach ja, wir wollten hier hinten die Gegend erkunden oder haben die erkundigt oder so. Ich glaube, wir haben uns zuletzt hier hinten eine Garage gekauft. Kann das sein? Wir gehen auf jeden Fall mal dahin, wo wir waren. So. Und dann schauen wir mal kurz. Wir haben drei Garagen. Garage. Genau, da hat man letztens die Garage gekauft. Und da haben wir schon ein LK. Achso, wir sind da. Okay. Aha. Gut, wir haben also schon drei Garagen. Das ist natürlich praktisch. Warum ist hier eine andere Farbreihenfolge als hier? Mein Perfektionistenhirn schreit schon wieder auf. Egal. So, wollen wir mal kurz überlegen. Wir können also noch zwei LKWs uns holen. 23.000 ist es natürlich relativ schwer. Oh, okay, Kredite haben wir auch schon. Die sollten wir also auch erstmal zurückzahlen. Gut, das heißt, dann lassen wir das erstmal das sein. Und wir gucken mal Auflieger-mäßig, was wir uns da so holen können. Ja, hier so Autoauflieger. Oder sowas hier. Sieht schon beides interessant aus. Oh mein Gott. Wo gingst du? Ach, da. Ja, aber da waren wir schon so häufig. Alter, ich will immer mit Linksklick verschieben, aber dabei ist es doch Rechtsklick. Das ist das Problem, wenn man verschiedene Spiele spielt. Jedes Spiel ist anders. Da kann man jetzt die letzten Tage, genau, Civilization gespielt. Und da verschiebst du die Map halt mit links. Hier mit rechts. Ach. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren mal hier zur Türkei. Ist ja auch eine schöne Strecke. Fahren wir hier auch schön außen lang. Keine Ahnung, ob wir das sowieso wollten. Aber ich bin jetzt als Navi-Ziel einstellen. Let's go. 85.000 bekommen wir immerhin. Gut, hier werden wir noch 4,50 pro Strecke bekommen, aber das geht da hoch. Na, gute Frage. Also hier waren wir ja auch noch nicht. Das heißt, die Strecke könnten wir tatsächlich auch nehmen.
Hier unten, hier lang waren wir aber auch noch nicht. Hier unten ist letzte Zipfel, ja, aber. Gute Frage, nehmen wir das Ding oder das Ding? Das klingt beides verlockend. Aber das natürlich wesentlich besser vergütet wird, ne? Wir nehmen das. So. Gut, wir müssen weder tanken noch schlafen. Das sieht schon mal gut aus. Ja, unser LKW. Nicey dicey. Und ja, wie gesagt, ne? Wie man sieht, wir sind jetzt hier an der Werkstatt. Wir können jetzt gleich mal gucken, wir können reparieren. Boah, ihr Alter, lohnt sich voll. Oh, nagelneue Reifen. Die letzten waren immer schon 3 Tage alt. Genau, let's go. Biege nach rechts ab. Wir könnten eigentlich auch mal gucken. Warte mal kurz. Ob wir unseren LKW mal ein bisschen aufstocken können. Bleibt still! Hä? Fürs Protokoll, ich häng fest. Fürs Protokoll, ich wollte bremsen und habe dabei die S-Taste gedrückt. Weil S ist ja bremsen, nur nicht, wenn man rückwärts fährt. Dann ist das beschleunigen. Ich möchte heulen. Ich möchte ganz laut heulen. Sache ist, wir müssen jetzt abschleppen lassen. Nein, F8. Ja, eine halbe Stunde. Ach, jetzt ist natürlich unser Auftrag weg. Eine halbe Stunde für die 10 Meter. Digga, ich könnte einfach aussteigen und den LKW schieben. Leck mich. Das war zum Kotzen. Hä? Oh, wir sollten mal etwas schnell speichern, ne? Wohl. Ja, mach eine. Ach, Doppelklick geht natürlich nicht. Ne, aber können wir nämlich gleich mal gucken, ob wir hier so einen schönen Auftrag, einen schönen bisschen LKW anpassen können. Ob wir mittlerweile da ein paar neue Sachen haben. Wobei, mit 23.000 können wir ja nicht viel machen. Und so, die kleinen Sachen haben wir ja schon alle gemacht. So, da sind wir ja schon relativ. Ich meine, wir könnten die Gunst der Stunde nehmen und uns den Maximalmotor reinklatschen. Sollte ja fast machbar sein. Ja, würde gerade mal 11.000 kosten. Das könnte man also sogar machen, aber nochmal 57 PS mehr. 50 PS mehr. Wobei wir Tropfen für 400 Newton mehr halten. Und das sogar bei einer höheren Drehzahl. Ah ne, bei einer niedrigeren Maximaldrehzahl sehe ich gerade. Tja, wo ist der stärkeren Motor? Let's go. So, kommen wir noch kurz bei Wartung rein. Oh, jetzt haben wir 75. Oha, Inflation. So. Haben wir noch 12.000?
So, wo ist denn der schöne Ort? Kann es sein, dass beim Türen von LKWs Zeit vergeht? Ich habe jetzt ganz andere Aufträge. Wartet kurz. Also jetzt ist es 10:22 Uhr. Ich würde erstmal gucken, ob wir hier nicht vielleicht auch schon Aufträge haben. Nee, also die Strecke hier. Die muss doch wirklich nicht sein. Ja. Nee, ich würde schon gerne unten Richtung Türkei fahren. Das war schon ganz geil. Ach, ein Minäschen. Also 10:22 Uhr ist es jetzt. Bin mal gespannt. Guck mal, da ist es. Das ist 10:22 Uhr. Nee, was? Jetzt bin ich raus, was kommt? Ah, ja. Gibt es allgemein einfach andere Aufträge? Oh, das ist ja hässlich. Ich wollte Richtung Türkei. Oh, das ist aber unfortunately. Jetzt fühle mich aber von meinem Schicksal betrogen. Das ist ja. Wenn es zufällig ist, dann ist es ja auch möglich, dass wir nochmal einen ähnlichen Auftrag bekommen. Ah, ich glaube fast nicht mehr. Alles nur Bullshit. Oh, ist das Kacke. Ach, ist das Kacke. Das sind alles so eine Bill-Aufträge. In die Richtung fahren, wobei. Ich weiß gar nicht. Wollen wir den einfach nehmen? Der ist auch einigermaßen gut vergütet, ne? Na komm, nehmen wir den. Was soll's. Unten Richtung Türkei kommen wir eh nicht mehr, so wie es aussieht. So, bin ich aber mal gespannt. Also, jetzt speichern wir mal kurz. Bumm, gespeichert. So, es ist jetzt 10:22 Uhr. Wenn ich jetzt den LKW tune, kann ich gar nicht. Warum nicht? Hallo? Ich möchte. Okay, wir fahren los. Diese Logik von dem Spiel ist manchmal unergründlich. Danke. So, LKW-Konfigurator. Motor. Bestellen. Route neu berechnen. Nö, ist keine Zeit vergangen. Aber wieso hat wir denn für den Auftrag und nach der Werkstatt haben wir nicht mehr? Es sind gerade mal 2 Minuten vergangen. Kann ja nicht sein, dass in diesen 2 Minuten alle Aufträge abgelaufen sind. Hallo? Biege nach rechts ab. Jetzt habe ich vor Schreck schon gar nicht mehr geguckt, ob da Autos kamen. Links abbiegen und dann links abbiegen. Eine Schüssel scheißen Dreck hier. Das ist echt in 2 Minuten Auftrag abhanden gekommen. Vorhin. Tief ist doch ja nicht. Biege nach links ab. Hier endet es. Hä? Hallo? So, Aufträge. Annehmen. Lass uns loslegen.
Seid vorsichtig. So. Dann wollen wir mal ein bisschen liebliche Musik anmachen. Voll lieblich. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Digga, dieses Lied schon wieder. Biege nach rechts ab. Mein LKW ist die beste. Wow, wow. Oh, wir können schneller fahren. Das Lied ist schon echt nicht schlecht. Gefällt mir irgendwie. Ich habe jetzt übrigens angefangen, privat ein bisschen Scania Truck Driving Simulator zu spielen. Also das Spiel, was zwischen German Truck Simulator und Euro Truck Simulator 2 kam. Also das, was quasi die Euro Truck 2 Simulator Engine eingeführt hat, quasi. Direkt vor Euro Truck Simulator 2 kam ja halt dieser Scania Truck Driving Simulator. Und ja, den spiele ich jetzt gerade ein bisschen privat. Aber da ist die Physik noch so abartig. Weiß nicht, da kannst du irgendwie, du kannst halt lenken. Und der LKW fällt sich aber so, wie als wenn er auf Schnee fahren würde. Also, der reagiert halt überhaupt nicht aufs Lenken. Der schlittert sowas von hinterher. Du hast ja dann irgendwelche Missionen, da musst du rückwärts auf den Berg rauf fahren. Aber der LKW hat dafür viel zu wenig Traktion und der rutscht dann seitwärts auf den Berg, weil er nicht hochkommt mit Auflieger. So. Ja, also es macht schon irgendwie Fun, aber du musst schon ein paar Missionen habe ich dann angefangen zu überspringen, weil die dann nicht mehr so Fun gemacht haben, weil es einfach, ja, die Engine... ...da noch zu verbuggt war. Und dementsprechend, ja. So, mein Lieber. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte einmal. Was war das für eine Nummer hier? Ja, hut mal schön, du kleiner Hurensohn. Was ist los hier mit deiner Glatze, hä? Hä? Was ist los hier? Guck dir mal eine neue Nase. Die sieht nicht gesund aus. Hast du dir den Splash-Hit an Spitze gehalten oder was? Hä? Junge, kauf dich mal ein paar mehr Polygone. Was ein Opfer, Alter. Wie der mich gerade einfach abgeschnitten hat.
Ja, aber wenn wir wieder, genau, spiele ich jetzt ein bisschen Skyler Tank Driving Simulator, vor allen Dingen halt die freie Fahrt, bisschen in der City rumfahren. Aber da merkt man schon, auch die Euro Truck Simulator 2 Engine war am Anfang von der Physik zwar schon meilenweit besser als die German Truck Simulator Engine. Keine Frage, so die German Truck Simulator Engine war ja, was Physik anging, komplett losgelöst von der Realität. Wobei man sich dann natürlich schon dran gewöhnen kann und da kommt man damit auch klar. Aber eben, da muss man sich halt erstmal dran gewöhnen, gerade das Lenkverhalten. Aber wie gesagt, das Skyline Truck Driving Simulator, der hat auch noch so... Der lief am Anfang auch nicht so rund, was da klar war, ist ja. Ne? Weil so die Anfangszeit. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass dieser Skyline Truck Driving Simulator eher sowas wie eine Testphase für die Engine war. Klar, es war ein vollwertiges Spiel und es hat auch extrem viel Inhalt. Also, die, du hast halt nicht so wie hier, ne? Hier hast du halt eine Map, so ist halt alles freie Fahrt, so. Bei Skyline Truck Driving Simulator ist es halt eher so Arcade-mäßig. Das heißt, du hast nicht eine große Map, sondern du hast halt mehrere kleine Maps, auf die du dann jeweils eine oder mehrere Missionen hast. Von daher hast du da auch schon relativ viel Inhalt, vor allem, weil es ja relativ viele Missionen gibt. Ja, von daher ist es schon ein vollwertiges Spiel. Aber wie gesagt, das war das erste Spiel auf dieser Engine jetzt. Von daher schätze ich mal schon, viel zu schnell, dass es halt schon noch eine Testphase war. Und dass sie halt genau das genommen haben, um daran halt so Probleme festzustellen, die man dann in den Euro Truck Simulator 2 dann ausgemerzt hat. Weil ich meine, die allererste Version vom Euro Truck Simulator 2 habe ich nie gehabt. Die erste Version, die ich hatte, war die Version 1.1.3.1, was auch noch schon eine relativ frühe Version war. Und da war die Physik aber schon besser als im Scania Truck Driving Simulator. Von daher, wobei man natürlich auch sagen muss, ne, Skyline Truck Driving Simulator war genauso wie der Euro Truck Simulator, in Klammern 1, und der German Truck Simulator kein Rolling Release. Ne, das war ein Spiel, das kam einmal auf den Markt und dann blieb es so. Es gab da wohl dann irgendwann mal noch ein Patch. Also ich zum Beispiel habe die Version 1.5 gespielt. Aber das war halt so Ausnahmen, so ein bisschen Bugfixing und sowas alles. Beziehungsweise gab es dann später auch noch so eine Extended Mod, die habe ich auch. Da wurde dann die Map, die man bei der freien Fahrt hat, verdoppelt. Und glaube, gab es da auch mehr Missionen. Also bei dem ursprünglichen Spiel gab es nicht so viele Missionen. Ja. Aber letztendlich war es trotzdem halt ein Spiel, was halt so war, wie es ist und so auch eine Weile lang blieb. Und dann die großen Änderungen hat man alle nicht da eingespielt, sondern hat man halt gewartet, bis der Euro Truck Simulator 2 rauskam, also das Spiel jetzt, und hat man dann da halt erst dann eingepflegt. Weswegen das Ding technologisch auch einen großen Sprung nochmal gemacht hat. Wobei das natürlich wieder, ne, gefährliches Halbwissen und so. Aber ist schon cool, wenn man sich so die Entwicklungsgeschichte so anguckt. Gerade wenn man so anfängt, so die älteren Spiele zu spielen. Und dennoch so in chronologischer Reihenfolge. Und man dann sieht, so wie stark sich das Spiel eigentlich zwischen den Versionen geändert hat. Wie gesagt, alles, was vor Euro Truck Simulator, in Klammern 1, gab's. Ne, da gab's ja diese ganze 18 Wheels of Steel Reihe. Und da war halt Fahrphysik war quasi non-existent. Gab's halt nicht. Also, ja. Mit dem Euro Truck Simulator, in Klammern 1, war's denn schon etwas besser. Bitte links halten. Aber war halt immer noch nicht so das Goldene vom Ei. Gelbe vom Ei. Dann kam der Skyline Truck Driving Simulator mit der neuen Engine. Und dann kam der Euro Truck Simulator 2. Was mittlerweile auch schon wieder 10 Jahre her ist oder so.
wie Zeit vergeht. Ich glaube, Euro Truck Simulator 2 kam 2012 raus. Wenn ich mich nicht ganz irre. Und es sind da jetzt 11 Jahre her, ne? Wie Zeit vergeht, Alter. Mann, bin ich alt. Holy shit. Hä? Ich will mal gucken, vielleicht fahre ich auch ein bisschen Skyliner Truck Driving Simulator mal als Let's Play. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn ich das mache, werde ich wahrscheinlich ein paar Missionen überspringen. Weil gerade die Missionen, wo man so rückwärts rausrangieren muss, sind halt schon frustrierend, sag ich mal. Ich meine, klar, wenn man sich in dem Spiel einmal eingelebt hat und man sich an die Physik gewöhnt hat, da kommt man damit wahrscheinlich auch besser klar. Aber ich will mich daran gar nicht zu sehr gewöhnen, weil ich dann natürlich mit den neueren Spielen nicht mehr klarkomme. So, darf ich doch mal wieder 80 fahren? Oh ja, darf ich. Sehr geil. Nein, ich fahre gar nicht zu schnell. Siehst du? Tada! Und für die, die es immer noch nicht geschnallt haben, nein, wir dürfen keine 90 fahren. Weil der fucking Auflieger nur für 80 zugelassen ist. Da hinten sieht man's. Da. Deswegen, egal was die Geschwindigkeitsbegrenzung sagt, klar. Ich glaube, ohne Auflieger dürften wir 90 fahren. Weil LKWs sind für wesentlich mehr zugelassen. Aber die meisten Auflieger halt nicht. Die meisten Auflieger sind halt nur für 80 zugelassen. So. Ich glaube sogar alle. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Zumindest so die ganzen Auflieger, die man so kennt halt, sind allesamt nur für 80 zugelassen. Na, schön auf der Spur bleiben hier. Aber warum eilt der davon jetzt so rum? Junge, ich darf 80 fahren. Du darfst mehr fahren, also verpiss dich. Alter, wie ich hier runterbremsen muss, Alter. Wie lange fährt denn der? 30 im Schatten oder was? Dann würde ich mal sagen, sieht man sich zur nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.